So, moin moin, nächster Tag hier auf Kreta. Den Ort, wo wir waren, haben wir jetzt verlassen. Jetzt sind wir hier auf der Suche nach dem Strand. Wir sind jetzt in Agiopavlos. Und ja, hier ist fast gar nichts los. Der Strand ist ganz schön. Könnt ihr das mal sehen? Ich habe noch ein paar andere Aufnahmen auch gemacht. So sieht das hier aus. Hier hinten geht es wohl noch zu einem anderen Strand. Da wollen wir auch mal rüber gucken, jetzt, ob da mehr los ist. Es war ganz schön mit... Mal aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Hier sind überall so eine Steine. Es war ganz schön, wenn es recht ruhig ist, aber ja, hier ist fast gar nichts los. Der Strand hat auch nicht so gute Bewertungen bekommen, obwohl es eigentlich schön ist. Keine Ahnung. Aber wir gucken jetzt mal da die Treppe hoch und schauen mal, was uns auf der anderen Seite erwartet. Das hier. Alter. Das ist geil. Wahnsinn. Ja, wir sind jetzt doch noch mal hier rumgegangen. Ich hatte vorhin von da hinten aus gefilmt. Der Strand ist krass. Hier ist natürlich gar keiner. Er scheint auch nicht entschlossen zu sein. Das ist ein wirklich richtig schöner Strand. Wer hier allerdings hin möchte, muss sich selber versorgen oder bekommt ja, frühestens da unten erst wieder irgendwas zu trinken oder auch zu essen. Das ist immer noch Agiopavlos. Also das ist eigentlich dieser Strand. Wenn man jetzt hier einmal rüber geht, dann kommt man zu diesem traumhaften Strand hier. Wir stehen jetzt hier auf so einer Klippe drauf und der hat einfach einen richtig geilen Ausblick. Super. Nächsten Strand, Triopetra Beach, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, keine Ahnung. Und wer einfach auf ja, große, weite Strände Wert legt, die auch Menschen verlassen sind, das ist nicht viel los. Ich zeige euch erst einmal hier so ein bisschen das Panorama. Und hier oben sind wir gekommen. Ja, und richtig langer, langer Strand. Und fast gar nichts los. Aber wir ziehen jetzt trotzdem erstmal noch mal weiter. Angekommen am nächsten Strand, Ligris Beach, und ja, hier werden wir jetzt auch nicht bleiben. Wir ziehen nachher noch mal weiter an einem anderen Strand, wo wir dann ein bisschen länger bleiben auch. Und ja, trotzdem möchte ich das kurz hier mal zeigen. Vielleicht hat der ein oder andere Interesse und will wissen, wie es aussieht, dann kann man das hier in dem Video sehen. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt hier den Weg runter geht. Da fahren wir mal hier mit dem Auto. Das sieht das mal hier aus dem Panorama aus, auch sehr schön. Der Strand ist wieder ja, relativ leer, wie eigentlich fast jeder Strand jetzt hier im Süden von Griechenland. Hier ist wirklich nicht viel los. Es sind auch oft Einheimische, die hier sind. Also nicht so überlaufen mit Touristen. Trotzdem bekommt man hier auch immer mal was zu essen oder zu trinken. Hier, ich glaube hier oben, da hinten war auch noch was, wo man was bekommt. Also eigentlich alles schon recht schön hier. Auf zum nächsten Strand, Preveli Beach, also Palm Beach auch genannt. Und den kann man nicht direkt zu Fuß erreichen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier hinten geparkt, sind von dem Strand, wo wir vorher waren, gekommen.
und gehen jetzt ungefähr, ja, laut Google Maps 8 Minuten zu Fuß bis zum Strand. Ansonsten besteht auch die Möglichkeit, noch weiterzufahren. Das dauert ungefähr eine Viertelstunde mit dem Auto. Und dann kann man halt einfach Treppen direkt runter zum Strand. Wir haben uns jetzt aber für die Tour hier entschieden. Das ist auch, ja, ziemlich viel mit Treppen. Also wer hier lang geht, sollte auch nicht fußkrank sein, sondern noch einigermaßen fit auf den Beinen sein. Der Prevely Beach, der Palmstrand. Hier ist übrigens der andere Weg, wovon ich vorhin geredet habe, wo man halt auch runtergehen kann. Irgendwo da hinten parkt man dann. Ja, ist auch halt so eine Bucht und hier ist wesentlich mehr los jetzt als an den anderen Stränden, die wir schon gesehen haben, oder auch an der Bucht, wo wir gestern waren, wo halt wirklich nur, ja, sehr, sehr wenig los war. Allerdings haben mir die anderen Strände auch etwas besser gefallen. Da war halt einfach weniger los. Man war mehr für sich. Hier unten mal sehen, wie es aussieht. Wird man allerdings auch verpflegt. Also hier wird zwar eingesorgt, da braucht man nicht unbedingt selber was zu essen oder zu trinken mitbringen. Das kann man auch da kaufen. Und ja, Palm Beach, deshalb, vielleicht kann man es schon so ein bisschen erkennen da, die Baumkronen da hinten. Wenn man jetzt hier diesen Süßwasserfluss lang geht, der geht weiter, kommt man zu den Palmen. Und deshalb auch Palm Beach genannt. Hier haben wir jetzt noch eine Besonderheit. Wir haben hier einen kompletten Süßwasserfluss, der jetzt hier ins Meer reinfließt. Ich zeige euch das mal. Hier könnt ihr das sehen. Die Strömung treibt es hier förmlich ins Meer rein. Das ist halt eine Besonderheit auch hier an dem Beach, an dem Strand. Hier auch das erste Mal im Wasser und das ist nicht ganz so toll, weil man wirklich über, ja, so richtig große Steine rein muss. Da sind vielleicht Badeschuhe ganz zu empfehlen, weil die Steine sind ziemlich glatt, da sind Algen drauf und ja, so kann man auch öfters mal abrutschen. Von daher ist der Badespaß hier eigentlich nicht ganz so toll und ja, wir werden jetzt hier noch ein bisschen verbleiben. Der Strand ist so ganz schön, aber uns hat er nicht ganz so gut gefallen, weil wir jetzt einfach schon schönere Strände auch gesehen haben und die Messlatte hängt dann doch einfach irgendwann höher. Und ja, hier ist es relativ voll. Man kann hinten auch essen und trinken was. Die Preise sind recht human. Für ein Bier zahlt man 2,50 Euro. Essen so um die 4-5 Euro. Also das ist für jeden was mit dabei, aber auch nichts Besonderes unbedingt. Ja, für uns war es ganz okay, aber wie gesagt, wir kennen bessere Strände und ein bisschen verweilen wir noch und dann fahren wir weiter. Ich würde sagen, das war es dann auch mit dem Vlog für heute. Ich verabschiede mich von euch. Wenn euch hier dieses Video gefallen hat und euch vielleicht die ein oder andere Strände, die wir jetzt hier gezeigt haben, im Video euch auch gefallen haben oder vielleicht bei eurer Entscheidung auch geholfen haben, wo ihr hin wollt, zeigt doch einfach einen Daumen nach oben für das Video. Wer möchte, kann auch gerne meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.